Hallo und herzlich willkommen zurück zu Max, The Curse of Brotherhood. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, im letzten Part waren wir schon im Oh, Untergrund. Max. Well done. Well done. Yeah, well, I'm just glad to be out. I was not wrong about you. Ja, es geht nach draußen. Dieses Kapitel heißt Laternenkäfer. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Vielleicht hat Laternenkäfer auch was damit zu tun, was wir im Untergrund gesehen haben. Da waren noch solche komischen Insekten. Vielleicht. Ich bin gespannt. Oh, hier draußen sieht das richtig cool aus mit den Bäumen. Oh. Vielleicht meinen die auch die. Oh. Darf ich da nicht durch? Okay, die greifen mich an. Die wollen mir an die Wäsche. Das ist aber nicht nett. Jetzt weiß ich auch, was die damit meinen. Trap them under a branch, Max. Ach so, so vielleicht. So? Ha, jetzt sind sie gefangen. Sehr schön. Finde ich eine gute Idee. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus wieder. Ringen sich voll auf. Warte, Mama, wir machen das anders. So ging das ganz gut. Klasse. Gott, wie schrecklich. Das ist aber nicht nett. Oh, die sehen mich sofort. So. Theoretisch dürften sie jetzt da nicht mehr durchkommen. Haha. Okay. Da oben ist ein Auge. Konnte ich das höher machen? Nee, da komme ich bestimmt irgendwie anders. Wie komme ich jetzt an das Auge ran? Das bringt mir ja gar nichts. Oh! Das war dumm. Dann lasse ich das Auge jetzt einfach sein, oder? Gott, ja, hier, grill mich. Ach, eigentlich will ich das Auge ja gerne haben. Ja, toll, jetzt grillen die mich aber sofort. Ja, ist ja gut. Okay.
Oh, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ja, so wird es aber nichts. Geht das so? Ja, so eine Art Panzer, sag ich jetzt mal. Oder wie so ein kleines Häuschen. Ja, ein Auge haben wir jetzt nicht geschafft. Ich hätte das, glaube ich, vorher machen müssen. War jetzt zu spät. Oh, das sieht auch cool aus hier. Ja, ich wollte erst mal gucken, was passiert. Okay, jetzt hänge ich hier. Komme ich darüber? Auf jeden Fall komme ich da rüber. Ja, ein Auge habe ich auf jeden Fall übersehen. Ja, egal. Was ist das denn? So, wie komme ich da rüber? Ach, so auf jeden Fall wieder nicht. Und nochmal? Ja, jetzt hänge ich hier. Okay. Ja, lass mich doch mal eben malen. Hä? Was wollen die jetzt von mir? Da ist ja gar nichts. Hä? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich verstehe das nicht. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Ja. Soll ich wieder hoch? Soll ich runter? Unten habe ich ja gar keinen Halt. Okay. Oh. Aber unten war doch auch noch was. Bestimmt irgendein Geheimnis oder sowas. Aber wie soll ich da hin? Gut. Dann haben wir das jetzt mal nicht. Dann ist das so. Ich habe, glaube ich, so schon einige Sachen übersehen. Ist das jetzt einfach so. Okay. Und da oben ist ein Auge wieder.
So vielleicht? Ja. Da haben wir das andere Auge, wenigstens das. Ja, ich glaube, wir haben das Geheimnis übersehen. Also, unten war ja noch was, aber ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Ganz ehrlich nicht. Ja, aber ist dann so. Da ist ein Auge wieder. Da haben wir das. Okay. Okay, die verbrennen uns da. Ist okay. Ich will natürlich an das Auge. Eigentlich müssen die alle hier rüber. Keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ach, mach's weg. Die müssen eigentlich alle quasi hier hin, damit ich rüber kann. Dass die quasi hier so eingesperrt sind. Aber ich überlege gerade. Da fangen die mich ja sofort. Och, Gottchen. Bringt mir eigentlich gar nichts. Ja, so könnte ich hochkommen. Frage ist... Das war gar nicht so doof, aber... Hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Mhm, mach nochmal. Ja, toll. Ich weiß nicht, ob ich... Reicht das nicht? Das bringt's irgendwie nicht, ne? Was mache ich da? Ja, mach mal ab. Also ich weiß, wie ich hochkomme, aber ich weiß nicht, wie ich ans Auge komme. Also, ich wird ganz schön schwer. Ich kriege gar nicht so viele Augen diesmal. Ach, warte mal. Nee, nee, nee. Das ist nicht lang genug. Ja, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ach
Mann, das gibt's doch nicht. Ja, das ist doch auch Bullshit. Was? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich muss hier irgendwie eintüten. Ach Mann. Ja. Geh hoch. Ich kann doch nicht jedes Auge jetzt. Ich weiß, wie ich da hochkomme, aber ich will das Auge haben. Ja, schub sie zu mir. Genau, gute Idee. Das bringt mir überhaupt nichts. Ja, da schubse ich die da zur Seite. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wie komme ich an dieses Auge? Oder ich muss erst hoch? Wir probieren das einfach mal. Oh! Oh, wie dumm kann man sein? Ich glaube, ich lasse das Auge einfach. Ich finde, wenn man selber spielt, sieht man das auch nicht so gut. Ich habe da auch gar keine Konzentration gerade für. Irgendwie. Aber das wird dann das zweite Auge, was wir nicht finden. Das Geheimnis haben wir auch schon nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ist halt blind. Irgendwie müsste ich da so rüber. Warte mal. So. Dann machen wir es da ab. Toll, und was bringt uns das jetzt? Gar nichts. Bin ich da unten. Ja, die reagieren ja gar nicht da oben. Ja, hier. Ich lasse das Auge jetzt, ist mir egal. Ist mir geradezu, ach weiß ich nicht, ich bin irgendwie total unkonzentriert. Das war nicht lang genug. Eieieiei. Oh, was machst du denn? Ja, dreht nicht durch. Ich lasse das Auge jetzt Auge sein. Und lass es da unten verschmoren. Guck mal, da haben wir noch ein Auge. Ernsthaft? Du. Ja, jetzt komm. Was? Das Auge weicht aus jetzt? Oh. Ja. Ja, wir haben zwei Augen nicht. Ist jetzt so. Soll ich das... Oh, keine Ahnung. Ja. Bringt mir jetzt irgendwie nichts. Nein! Oh, ich bin gerade ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gerade ein bisschen blöd alles.
dass ich so viele Augen nicht habe und das Geheimnis, ja gut, ist dann halt so. Oh, meint ihr, das ist gut? Okay. Ich glaube schon das Ende war. Oder auch nicht. Noch nicht. Okay, was können wir hier denn jetzt alles machen? Ach Gottchen. Ja, dreht nicht durch. Warte mal. So war das gut, oder? Gehen wir hier durch. Rutschiges Entkommen. Ja, und damit beenden wir den Part. Leider haben wir, soll ich es jetzt nochmal erwähnen, einige Augen nicht bekommen. Das sieht man gar nicht mehr. Zum Glück. Und das Geheimnis auch nicht. Ist halt so, wie gesagt, es ist blind. Man kann nicht immer alles wissen. Ist jetzt nicht so schlimm. Dafür sind wir dadurch gut durchgekommen ansonsten. Ich fand es mit den Leuchtkäfern ganz cool und ich würde den Part jetzt hier beenden. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem rutschigen Entkommen. Ich bin gespannt, was da auf uns lauern wird. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, eure Inori Epi.